Ich habe erst mal überlegt, wie kann man so eine besondere Woche hier wie Open for Climate Justice einleiten. Dann habe ich mich diese Thema Open Science und Akzeptanz in der Klimaforschung ausgesucht. Da habe ich aber auch sehr schnell festgestellt, dass es auch eigentlich nur eine Facette ist von einem sehr breiten Thema. Ne? Open Science und Akzeptanz der Forschung als solches. Und vielleicht eigentlich nicht nur Akzeptanz, sondern Impact, Bedeutung, Glaubwürdigkeit oder Rolle der Forschung als solche. Wenn wir nicht offen arbeiten und offen und inklusiv unsere Ergebnisse präsentieren, was können wir dann zurückerwarten von der Gesellschaft? Ja, es ist eine zweischneidige Frage natürlich, weil zum einen ist das unsere Pflicht, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Andererseits werden wir dann in einem besonderen Maße für Scrutiny, für sozusagen Nachforschung und Überprüfung offen sein. Aber ich denke, dem sollen wir uns stellen und das ist auch wichtig. Ich habe jetzt diese Frage am Beispiel der Klimaforschung ja auch erlebt und das ist sehr relevant in meinem eigenen Fach. Wir befinden uns in besonderen Zeit, wo der Mensch zum ersten Mal als einzigartiges Agent, als eine Art auf diesem Planeten in der Lage ist, die gesamte Oberfläche des Planeten und alle Kompartiments der Erde so zu beeinflussen, dass, wie wir uns unseren Studierenden sagen, in 100 Millionen Jahren die künftigen Geologen die Spuren von diesen Anthropozän, von diesen Ereignissen, diese Zeit, in welcher wir leben, noch sehen und finden werden. Ne? Und bei diesem Anthropozän oder dem Einfluss des einzigartigen Agents, des Menschen auf das Umwelt, geht es nicht nur um die globale Erwärmung, das hier am Beispiel des ikonischen Graphs des Hockeysticks zu zeigen ist, das zeigt eine Klimarekonstruktion der letzten 1000 Jahre und ganz gegen Ende, so ja 1999, dann die gemessene Temperaturveränderung ja, als eine Art Weckruf. Es zeigt, dass diese Veränderung in dem System Erde geht jetzt darüber hinaus, was wir aus der jüngeren Erdgeschichte kennen. Es hat auch viele andere Aspekte. Das CO2, das hier zuständig ist, diese Erwärmung, wird ja auch durch Ozeane aufgenommen. Im Rot ist hier die gemessene CO2-Konzentration. Im Grün gezeigt ist dann der Anstieg des CO2-Gehalts im Ozean und im Blau dargestellt wiederum die Verringerung des pH-Werts der Ozeane. Die Ozeane werden nicht sauer, das wird noch, das ist überhaupt nicht möglich, aber das pH ist geringer und das beeinflusst das Leben im Ozean. Und eigentlich ist das, was uns vielleicht am meisten Sorge bereitet, ist der Einfluss von der Veränderung in der belebten Welt auf das Beleben der Umwelt. Und mit dem haben wir am direktesten zu tun. Und hier ist zum Beispiel gezeigt die abgeschätzte Veränderung der Biodiversität in unterschiedlichen Teilen der Erde. Das ist jetzt nicht Artenverlust global, sondern Verschiebungen in dem Artenzusammen, in der Zusammensetzung der Arten verschiedener Teile der Erde. Und natürlich ist das so, dass die Wissenschaftler bereiten solche Daten, sie beobachten, sie stellen fest, was passiert und dann kommt aber etwas darüber hinaus. Aus dieser Bewertung, wo wir vielleicht feststellen, welche Aspekte des globalen Wandels über sichere Arbeitsbereiche oder Bereiche, in welche man vielleicht noch mit dem Ökosystem oder mit anderen Aspekten des System Erde noch gut umgehen kann, darüber hinaus schon sich ausgewirkt haben, dann versuchen wir natürlich daraus auch Handlungsoptionen vorzubereiten. Und die Politik versucht dann aus diesen Handlungsoptionen in internationalen Aushandlungsprozessen dann auch eine politische Entscheidung zu treffen. In diesem Moment ist dann die Wissenschaft nicht nur
erkenntnisbasiertes Generieren von neuem Wissen, sondern sie wird zur Motivation für das Handeln der Gesellschaft. Und stellen Sie sich vor, diese Hockeystick-Kurve, die irgendwie so ikonisch für Klimawandel 90er Jahren und so weiter steht, sie würde basieren auf Publikation, die man nicht öffentlich hochladen kann. Und sie würde basieren an Daten, die nicht zur Verfügung stehen. Das wäre ja natürlich ganz fatal. Und es würde ja auch überhaupt nicht im Sinne von Klimagerechtigkeit oder Offenheit im Umgang mit Wissenschaft stehen. Nun ist das zum Glück der Fall. Ich habe sogar nochmal kontrastiert, vorher, nachher, und beide die Publikation, auch die Daten sind im Sinne von Open Science, auch im Sinne von Principles ziemlich gut zugänglich. Das ist auch kein Wunder. Und sie würden auch ganz intensiv diskutiert. Sie finden im Internet und in anderen Medien historisch, insbesondere die letzten 20 Jahren, ein großes Diskurs darüber, ob es so stimmt oder ob es so nicht stimmt. Und alles, dieser Diskurs basiert daran, dass jeder Mensch auf diesem Planeten konnte diese Daten hochladen, selbst darstellen, versuchen, dadurch irgendeine Kurve oder Analyse durchziehen. Ich finde, dass dieser Aspekt Zugänglichkeit ein wichtiges Aspekt der Climate Justice oder Klimagerechtigkeit ist. In einem breiten Sinne geht es hier darum, dass die Ursachen und die Folgen der Umweltkrise, durch welche wir jetzt leben, nicht gleichmäßig oder gerecht verteilt sind. Das beeinträchtigt jetzt die Fähigkeit, das Wissen über diese Klimakrise zu produzieren, verbreiten, zu nutzen und Offenheit in dem Umgang mit diesen Daten ist ein essentielles Publikationen, ein essentielles Aspekt und diese Gerechtigkeit beizutragen. Man kann viel über Gerechtigkeit weiter reden, aber ich habe im Zusammenhang mit Open Science und Open Access und Klimawissenschaft sehr viel zu dem Aspekt Impact gefunden. Es gibt Untersuchungen, die sich tatsächlich die Frage stellen, macht das jetzt einen Unterschied, ob diese Klimawissenschaft, diese Ergebnisse offen publiziert werden oder nicht. Und das kann man auch quantitativ nachvollziehen. Hier zum Beispiel eine Studie im letzten Jahr, in welche sich die Kollegin die Frage gestellt hat, ob Wissenschaft insgesamt von den Medien in ganz verschiedenen Formaten mehr aufgenommen wird, wenn sie im Open Access publiziert wird. Und das hat sie auch hier positiv beantworten können anhand von quantitativen Analysen. Also die Studie hat tatsächlich quantitativ dargestellt, dass für diese Untersuchungsperiode die Open Access basierten Wissenschaftsbeiträge mehr in den Medien zitiert worden sind. Und zwar egal, wie Open Access sie waren, also Hybrid, Gold oder Green. Und das kann man jetzt auch übertragen konkret auf Klimawissenschaft. Das war jetzt vorher alles, was Wissenschaft betrifft. Und in dieser Studie von 2018 haben sich die Kollegen Tai und Robinson die Frage gestellt, ob jetzt ganz konkret Klimawissenschaft jetzt 2007 bis 2016, das ist auch so ein anderes Zeithorizont, mehr in den Medien aufgenommen worden sind oder nicht. Und die Antwort hier ist eindeutig. Was sehr interessant hier ist zu sehen aus dieser Untersuchung, sie haben die Publikationen in vier Kategorien unterteilt, je nachdem wie der Impact von den Zeitschriften ist. Das ist etwas, was wir entweder mögen oder nicht. Es gibt ja Zeitschriften, die durchschnittlich mehr zitiert werden, wo die Arbeiten durchschnittlich mehr zitiert werden und andere nicht. Und es zeigt sich, jetzt sehen wir hier zwei Muster. Das eine ist
umso higher, umso höher der Impact von also einem Zeitschrift, umso wahrscheinlicher ist es, dass man in den Nachrichten oder bei Twitter aufgenommen wird. Und jetzt egal in welcher Kategorie, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass man aufgenommen wird, wenn die zugrunde liegende Arbeit im Open Access publiziert ist. Was ich in dieser Untersuchung auch sehr positiv sehe, ist, dass diese Bias zum Impact nicht mehr bei der Eindringung der Wissenschaft in Policy eine Rolle spielt. Hier ist das im Prinzip egal, ob die Arbeit in einem wissenschaftlichen Journal mit niedrigem oder hohem Impact publiziert wurde. Aber offensichtlich auch hier Arbeiten, die mit Open Access verbunden sind, mehr Policy-Entscheidungen, Policy-Dokumenten Zugang bekommen. Und zuletzt haben wir hier eine Studie von 21, wo man sich jetzt die Frage gestellt hat, wenn man jetzt wirklich konkret geht, das ist immer konkreter, zum einen der Sustainable Development Goals 13, Climate Action, wie sieht es konkret dort und auch in Verknüpfung mit anderen Aspekten der Forschung, die in den Publikationen publiziert wird. Und auch hier stellte man fest, dass niemand nur statistisch kontrolliert für alle möglichen Korrelate, kommt es eindeutig dazu, dass Open Access in diesem Bereich Climate Action eine statistisch signifikante Advantage von fast 10% im Vergleich mit Non-Open Access Papers erinnert. Also wir sehen hier ganz klar, dass dieser Bereich Open Access schon seit geräumer Zeit eine große Rolle spielt, in dem, wie über unsere Forschung referiert wird, außerhalb der Forschungscommunity. Wir sehen, dass das eine positive Rolle hier spielt. Und wir haben vorher festgestellt, oder das ist mindestens meine Wahrnehmung, dass es auch wichtig ist für das Aspekt der Klimagerechtigkeit. Ich habe dann nur interesseshalber auch geguckt, wie sieht es dann aus mit dem Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen, die man in Google Scholar unter dem Thema Climate Justice findet. Dann habe ich Climate Justice eingegeben und die ersten zwei Seiten mich angeschaut. Das hier sind die vier ersten Arbeiten, die bei mir der Suche gezeigt wurden. Das muss man wissen, das wird nicht an jedem Computer immer das Gleiche sein, weil da Algorithmen sind da hinten, die nicht so eindeutig klar sind, wie sie funktionieren. Aber wir sehen hier, die ersten zwei Arbeiten, da habe ich diese Full Access nochmal dazu gesehen. Bei der dritten hatte ich Access, weil ich im Universität Bremen Netzwerk war, eingeloggt. Das weiß ich nicht jetzt, ob das überall in der Welt so war. Und dieses Buch, das jetzt als viertes nochmal kommt, da kam schon sogar der Preis dazu, wie viel man bezahlen müsste, um sie im Ganze zu sehen. Ich habe dann nochmal die ganzen zwei Seiten durchgeguckt und das stellen wir fest, dass 75% der wissenschaftlichen Arbeiten, die jetzt unter diesem Thema Climate Justice kommen, die sind mit Gold oder Green Open Access belegt und ein Viertel nicht. Ich finde, das ist ganz interessant. Das Thema selbst, Climate Justice, ist also nicht 100% offen publiziert. Ich denke, wir haben hier noch einiges nachzuholen. Ja, ich würde gerne hier abschließen mit einen zusätzlichen Gedanken, dass ich beim Lesen von diesem Editorial in Science nochmal aufgegriffen habe. Das Thema Open Access ist ja in verschiedenen Kommunitäten anderweitig wertig und auch anderweitig bewertet. Wir sehen alle gerne die positiven und die positivsten Seiten davon. Müssen dann aber auch, denke ich, ein bisschen ganzheitlich oder zeitlich denken. Mit dem Open Access, insbesondere mit dem Gold Open Access, ermöglichen wir der ganzen Welt Zugang zum Wissen. Und das ist sehr gut und das ist sehr wichtig. Es gibt aber durchaus Meinungen,
Das kann man dann selbst nachlesen, wenn man möchte. Die sagen, dass mit diesen Golden Open Access Modellen, wenn man sie nur so treibt, wie sie aktuell auch ausgestaltet sind, bedeutet das noch nicht, dass wir der ganzen Welt die Möglichkeit geben, ihr Forschung und ihre Meinungen im wissenschaftlichen Diskurs zu veröffentlichen. Weil diese Paywall, die es immer noch gibt im wissenschaftlichen Publizieren, hat sich nur verschoben, findet sich auf eine andere Stelle. Und wir müssen uns vielleicht zu Recht die Frage stellen, ob das nicht so ist, dass wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Daten und wissenschaftliche Ergebnisse sollten eigentlich überall offen zur Verfügung stehen. Und welche Modelle und welche Lösungen kann es dazu geben, dass man die Kommerzialisierung in diesem Bereich vielleicht doch ein bisschen intensiver abfährt. Ja, ich denke, das war Ende meines Beitrags und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank.